herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Meine Stimme ist noch nicht ganz wach. Und zwar gibt es heute einen Vlog, denn ich habe heute Geburtstag und ich habe heute meine Haare noch nicht gebürstet, was man auf jeden Fall sieht. Es ist jetzt mittlerweile 7:30 Uhr, also 7.30 Uhr und ich habe um 8 Uhr sogar noch Unterricht, weil ich momentan Homeschooling habe und da muss ich halt logischerweise dabei sein. Aber ich war noch gar nicht am Handy, habe aber gesehen, dass ich schon einige Nachrichten bekommen habe, die ich jetzt mal beantworten möchte. Also ich mache jetzt mal meine Ohrringe rein und was ich heute geplant habe, ist eigentlich nichts so Spannendes. Also ich habe, wie gesagt, Schule, leider am Vormittag. Und dann habe ich noch vom 13 bis 14 Uhr koreanischen Unterricht. Und am Nachmittag mache ich noch ein Picknick mit einer Freundin von mir zusammen. Und das war's heute eigentlich. Übrigens, falls ihr noch nicht wusstet, ich habe jetzt seit neuerdings auch TikTok. Also falls ihr TikTok habt, könnt ihr mir da sehr gerne folgen. Ich teile da jetzt auch so Style-Tipps und Produktivitätstipps und so in 30 Sekunden meistens. Ja, und ich werde jetzt mal die ganzen Nachrichten beantworten. Yay, ich freue mich. Bei manchen Menschen frage ich mich aber so, warum wissen die, dass ich Geburtstag habe? Woher wissen die das? Stalken die mich oder was? Weil ich habe das halt wirklich nur gestern ganz kurz in meiner Instagram-Story mal gesagt. Aber ich frage mich dann gerade wirklich, gucken einfach alle meine Freunde meine Instagram-Story? Ich glaube eigentlich nicht. Deswegen, ja, sehr krass, dass irgendwie so viele geschrieben haben und dass die das einfach wissen. Ich muss mir irgendwas wünschen, oder? Was wünsche ich mir? Okay, ja. Also ich habe jetzt einfach Schulaufgaben gemacht und habe jetzt, wie gesagt, noch eine Stunde Koreanisch. Also ich rufe gleich meine Lehrerin an und dann haben wir eine Stunde Sprechtraining bis 14 Uhr. Und um 14 Uhr plane ich mit meiner Familie irgendwas zu essen, Kuchen zu essen. So sieht's aus. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Es beginnt in 8 Minuten und ich bin vor jeder Stunde irgendwie immer aufgeregt. Ich weiß nicht, ich bin immer... Puh, aber alles wird gut. Achimero Hakyo e Suop Tere Isosoyo. Kunde Idaga Tonnen Omaga Mandarin Cake de Mokosipoyo. Kunde Kurigo Kajok Idang Shigane Bone Koyo. Corona Temone Chingure Idang Manal Suop Soyo. Ah, gut. Ich muss mir auch was wünschen. Das war mal bescheidener Wunsch. Nett. Ist da jetzt gar nichts drin? Da! Was ist jetzt hier von deinen Eltern? Oh Gott, ich freue mich so. Hier. Ein Reiskocher. Hier. Ramyeon. Oh, Ramyeon! Guck mal, hier gibt es auch noch für jeden dann sowas, wie man es isst und so. So, wir machen jetzt gerade ein Picknick. Ich habe es doch gar nicht gesagt. Aber wir machen gerade ein Picknick. Haben so ein paar Sachen hier. Ich will es nicht kaputt machen. Soll ich kaputt machen? Ja. Ja, mach kaputt. Oha, ich freue mich gerade irgendwie voll. Ich glaube, es sind diese Dinger, die man auf die Anwender rauf machen kann. Weißt du, was ich meine? Du hast so gut nachgedacht. Wie cool. Das stellen wir uns jetzt hier hin. Hast du selbst gemalt? Ja. Yeah. Oh mein Gott. Ich denke, es funktioniert hier mit dem Wind. Weiß ich. Gleich fange zu uns an, ey. Und drei der Wind. Ja. Und ich fühle mich so ein bisschen wie so eine Achtjährige mit den Sachen, aber ich freue mich so darüber. Sie versuchen gerade Armbänder damit zu machen, aber es ist so schwierig, weil es nicht alle Buchstaben gibt, die wir brauchen. Wir haben gerade schon gesagt, als Achtjährige oder als Achtjähriger ist ein Leben so schwierig, ja, wenn man solche Armbänder machen möchte und dann irgendwelche Buchstaben nicht das findet. Das bringt einen zum Verzweifeln. Ja.
weil ich bin hier so komplett im Top und alles mit Pulli und Jacke. Und wir haben unser erstes Wort, oder ich habe mein erstes Wort endlich gemacht. Und das einzige wahrscheinlich auch für heute, weil es so anstrengend ist. Ich bin gerade so aufgeregt, mein Herz schlägt so. Also meine Koreanischlehrerin ist so mega lieb und er hat mir einfach ein Paket geschickt, also ein Geschenk für meinen Geburtstag. Und sie meint, es ist ein Buch, weil sie weiß, dass ich sehr gerne lese. Und ich bin irgendwie mega aufgeregt und freue mich gerade, das ist wirklich so nett von ihr. Oha. Was? Als ob es das Buch ist? Hä? Moment, Moment. Okay, es ist dieses Buch hier, The Art of Possibility. Und es ist so ein krasser Zufall, denn ich wollte dieses Buch mir sogar schon mal kaufen. Aber habe es irgendwie nie gemacht, weil ich es immer auf meiner Wunschliste hatte, aber nie wirklich bestellt habe oder gekauft habe oder so. Und ich freue mich voll. Das ist ja so cool. Also, hier seht ihr nochmal das schöne Buch. Bin ein bisschen überrascht, da ich dachte, dass mir etwas zum Thema Korea, koreanische Kultur oder so schenkt. Aber es ist dieses Buch hier und ich glaube, ich weiß auch, warum sie das gemacht hat. Denn wir reden in meiner Koreanstunde öfter über Bücher und dann sage ich immer, ich lese gerne Bücher über Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Ich glaube, deswegen dachte sie so, das wäre ein gutes Buch für sie. Und sie hat dann auf jeden Fall recht. Ich freue mich mega darüber und werde jetzt gleich ein Bild davon schicken und mich bedanken. Und da wir gerade schon dabei sind, möchte ich gerne mal meine ganzen, meine anderen Geschenke zeigen. Also, kurzer Disclaimer. Ich habe mir gar nichts gewünscht. Also ich habe mir keine einzige Sache gewünscht, habe aber von meinen Familienmitgliedern jeweils trotzdem ein Geschenk bekommen und ich freue mich sehr darüber, denn es sind wirklich einfach sehr persönliche Geschenke geworden. Denn dadurch, dass ich mir nichts gewünscht habe, haben die sich wirklich Gedanken gemacht, was mir gefallen könnte, was vielleicht eine Hintergrundstory hat und so weiter. Und diese Geschenke, die ich dieses Jahr bekommen habe, gefallen mir wirklich alle sehr, sehr gut. Es sind wirklich nur Kleinigkeiten. Wir fangen jetzt erstmal an mit dieser Nudelbox hier. Ihr müsst nämlich wissen, ich esse sehr, sehr gerne Ramyeon. Falls ihr es nicht kennt, ist es diese Nudelsuppe und ich habe sozusagen als Geschenk einfach so eine Starterbox Nudelsuppen bekommen mit ganz vielen verschiedenen Sorten und noch so Stäbchen dazu. Ja, und die Idee war mega cool, weil jetzt kann ich mir ausprobieren, welche Nudelsuppe mir eigentlich am besten schmeckt. Das war voll cool. Die nächste Sache, die ich geschenkt bekommen habe, ist bzw. sind ganz viele BVG-Karten. Das sind jetzt hier nur zwei, aber ich habe ganz viele BVG-Karten bekommen. Denn ich wohne ja in Berlin und in Berlin-Brandenburg gibt es die BVG. Und da muss man sich immer so Karten ziehen, um mit der S-Bahn oder mit dem Bus oder mit dem öffentlichen Straßenverkehr zu fahren. Und da ich nämlich keine Jahreskarte habe, muss ich mir für jede Fahrt immer ein einzelnes Ticket kaufen. Und um das zu vermeiden, haben mir meine Eltern einfach viele dieser BVG-Karten einfach schon geschenkt, die ich dann bei der Fahrt nur abstempeln muss und mir diese dann nicht mehr kaufen muss. Meine Tante hat mich vor einigen Wochen gefragt, was sie mir schenken soll. Und dann meinte ich einfach zu ihr, dass sie das Geld, was sie in mein Geschenk stecken sollte, einfach einer Organisation spenden soll. Und dann habe ich hier eine Organisation rausgesucht, an die sie etwas spenden kann. Und deswegen hat sie sozusagen das Geld für mein Geschenk an eine Organisation gespendet, was ich eigentlich eine sehr gute Idee fand. Von meiner Oma habe ich aber trotzdem noch Geld bekommen, ja. Und von meiner Schwester, das letzte Geschenk, sind noch Ohrringe, die habe ich von meiner Schwester bekommen. Von meiner besten Freundin habe ich ja, wie ihr schon wisst, dieses Geschenk hier bekommen. Hallo Leute, es ist mittlerweile Donnerstag, also heute Abend kommt das Video sogar online. Aber bei mir ist gerade noch ein Paket angekommen zum Geburtstag von einer Freundin von mir, von Nu. Ihr kennt sie wahrscheinlich auch. Ich dachte mir, ich möchte es trotzdem noch sehr gerne vor der Kamera auspacken und das werden wir jetzt machen. Ich freue mich total und bin super gespannt, was es ist. Ich kann es mir irgendwie gar nicht vorstellen. Aber Nu, falls du das siehst, vielen Dank schon mal im Voraus. Und ich packe es jetzt mal aus. Oh. Also erstmal ist eine Karte drin. Hallo Lara, hiermit wünsche ich dir alles Liebe und wollte dir etwas Kleines zusenden. Das Bild habe ich für dich gemalt. Die Farben stammen von der Korea-Flagge. Sie hat ein Bild gemalt. Was? Wie schön ist das bitte? Ich kann es nicht glauben. Oh mein Gott, Nu, du hast so Talent. Und dann hat sie auch noch ein Buch mitgeschickt, und zwar dieses hier. Ich bin so glücklich. Es ist so lieb. Ich muss sie jetzt sofort schreiben. Ich will sie eigentlich anrufen, aber ich weiß nicht, was sie jetzt macht, deswegen rufe ich sie lieber nicht an. Also alles in allem war heute ein sehr schöner Tag. Ich fand auch die Koreanstunde einfach sehr toll mit meiner Lehrerin. Und auch wenn es eigentlich Unterricht war, war es ein sehr schöner Teil meines Geburtstages. Ansonsten war der restliche Tag eigentlich auch ziemlich entspannt. Ja, natürlich haben wir momentan nicht die optimalen Verhältnisse, was das Ganze angeht, auch mit Feiern und so weiter. Deswegen werde ich auch wie letztes Jahr keine wirkliche Geburtstagsfeier machen, sondern einfach das so beibehalten bei dem Tag heute. Aber es war, wie gesagt, trotzdem sehr, sehr schön. Und ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Und auch vielen Dank für eure ganzen Glückwünsche. Oh mein Gott, ich habe so viele Nachrichten bekommen. Es freut mich mega. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald wiedersehen. Tschüss!